Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge im Landwirtschaftssimulator 22 in Elmkrieg. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, der Helfer, ihr seht's, der ist fleißig und tut das, was er soll aktuell, nämlich grubbern. Macht einen Auftrag für uns, genauso wie wir einen zweiten Auftrag am Laufen haben, wo der Kollege pflügen soll. Ich würde sagen, wir machen auch eins. Wir haben ja noch freie Kapazitäten auf dem Hof und freie Traktoren. Wir werden uns selber wieder einen Auftrag widmen und Geld verdienen, sodass wir ordentlich Kohle, Renunzen, Schotter, Goldtalerchen, wie auch immer, in unsere Kassen spülen können. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal. Wir können ja mal Verträge aktualisieren. So viel mehr ist nicht. Jede Menge Flügen, Flügen, Flügen. Ihr seht's, ne? Ich würde sagen, ja, wir ernten einfach mal Zuckerrüben. Ja, warum nicht? Zuckerrüben fällt 79. So machen wir das. Wir haben den Ernter hier. Genau, der wird jetzt mitgezogen. Okay, den habe ich jetzt noch gar nicht genutzt. Aber wahrscheinlich das hier vorne der Krautschläger war. Da gibt es bei Zuckerrüben keinen Krautschläger. So. Und den hängen wir hinten rein. Das ist dann der Sammler entsprechend. Dann sollte das doch funktionieren. Dann fahren wir jetzt zum Feld. Entschuldigt bitte. 79. Und schauen mal, wie man das am besten hinbekommt jetzt. Hier rechts abbiegen, eine Lehrte ohne Fahrweise. So groß kann das Feld nicht sein, wenn es da nur 1300 für gibt, die 79. Das werden wir gleich sehen. Aber klar, alles dauert seine Zeit, ist auch wieder klar, ne? Für ein Minifeld ist das. Das heißt, wir biegen hier in der Kurve links ab. Genau. Oh, jetzt mal hier drüber, Leute. Entschuldigt. Wollen wir das? Wir wollen sozusagen vorne anschalten und senken. Ja, wir wollen hinten anschalten. Dann müssen wir das aufklappen. Ne, anschalten und senken. Schauen wir mal, ob das geht. Es sieht so aus. Wie gesagt, ich werde jetzt hier schön weit auf das andere Feld fahren, also wundert euch nicht. Ist in dem Fall jetzt hier besser mit dem Wenden. Weil das doch sonst schief und krumm wird. So, jetzt werden wir mal probieren. Ja,
wo sollte es passen? Scheinbar wirklich ein Krautschläger, genau da vorne. Sieht's, ne? Wie das Kraut häckselt, wieder auswirft. Und hier. Oha. Hier wird selber durch die Arbeitsbreite zieht sich das natürlich mit dem Feld, ne? Wir werden da gleich sehen. Hier sammelt er ein. Genau, er zieht es vorne ein, führt es unterm Anhänger durch, sodass hinten die Erde rausfahren kann, deswegen das Sieb, und fördert dann die Zuckerriemen über das Band in den Behälter. Eigentlich überhaupt keine schwere Technik. Wir werden mal gleich unseren Anhänger holen. Okay. Was wollte ich eigentlich? Obwohl, nee, es ist ja nur Fruchtzerstörung bei unseren Feldern. Das heißt, mit dem John Deere könnten wir eigentlich. Genau. Könnten wir eigentlich ranfahren von der Seite. So, den Anhänger noch ran, den zweiten. Machen wir die Plane gleich ab. Drin ins Karudel und dann geht's los mit dem Johnny. Ist aber langsam, Leute, ne? 32 km/h fährt der nur. Das finde ich jetzt mal wirklich langsam. Ich geht. Ja, werden ein paar Liter zusammenkommen an Zuckerrüben. Vermute ich mal ganz stark. Da unten steht schon unser Gefährt. Rudolf-Anhänger. Eigentlich schöne Dinger, muss man echt sagen. Mit meinem Rudolf, den ich auf dem Hof habe, ja auch zufrieden. So, abpüllen, ne? Ihr seht's. Okay, zucki. Haben wir das gespannt zur Seite. 6000 Liter haben wir.
heißt. Ach, die Anhänger reichen locker, wenn ich das sehe. So, hier rennen wieder ins Karudel. Wollte es eigentlich gehen? Jawohl, funktioniert wieder. Ach ja, diese kleinen Felder, das macht halt einfach auch Spaß. Das so oft durch, so ein Riesenfeld. Ein Riesenfeld für Kartoffeln oder Zuckerrüben. Wenn man dann stundenlang immer nur hoch, runter fährt, dann ist irgendwann vergeht einem dann da die Lust, ne? Aber hier diese kleinen süßen Felder. Tippitoppi. Wenn man schaut, die Hälfte haben wir ja fast. Ich denke mal, in der nächsten Bahn oder spätestens in der übernächsten Bahn haben wir die Hälfte schon. Also keine Sorgen, das ist mit dem Nachbarn abgesprochen, dass ich hier drauf fahren kann. Ich habe ja Pflegebereifung. Ich würde sogar fast eins machen, wenn mir die Felder gehören würden. Ich glaube, ich würde das zu einem Feld zusammenlegen oder vielleicht hier unten mit bis zur 73. Dann zwei Felder zu machen oder wie auch immer. Weil das doch besser ist zum Wenden. Gut, man muss ja nur nicht mit so einer großen Technik arbeiten, das stimmt auch wieder. So Leute, können wir gleich wieder abtanken. Locker die Hälfte geschafft. So, Johnny. Doch, daftigen Sound, ne? Steigen wir wieder um. Geht's gleich weiter. Jetzt zum Beispiel. Grimme Kartoffelernte. Ah, da gibt es ja noch die ganz großen, ne? Die selbstfahrenden. Oh, geil ist das schon, muss man echt sagen. Was es so für Technik gibt, wenn man das alles sieht. Ein Kartoffelernter, so einen großen, habe ich selbst schon mal live gesehen im Urlaub. Ist natürlich, wenn man vor so einem Gerät steht, ist das natürlich irre, ne? Das sind ja Dimensionen. Wie sieht's mit unseren Helfern aus?
mich gleich mal wenden. So, Leute, mache ich jetzt am dümmsten? Wie gesehen, bin ich hier gefahren, die Reihe. Ich gerade telefonieren musste, dienstlich, entschuldigt bitte. Der steht auch hier, warum steht denn der? Muss er planmäßig beendet? Nee, 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 du hast hier nicht beendet. Du fährst hier weiter. Und du genauso, mein liebes Freundchen. Er spinnt wohl ein bisschen. So wird nämlich ein Schuh draus, ne Leute? Wie gesagt, entschuldigt bitte, ich musste gerade mal dienstlich telefonieren, deswegen konnte ich gerade nicht sprechen. Und ich fährt das jetzt nicht hoch. Im Nachhinein noch nachsprechen, das mache ich dann auch nie. Ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Verpasst habt ihr nicht, ihr habt gesehen, der ernt das voll. Und hab verpasst anzuhalten. Geladen, das Karudel. Dann ist der erste Anhänger fast voll. Da kann nicht mehr viel sein. Er ist voll. Wie seht's? 20 Liter sind noch drin. Kartoffeln. Kartoffeln, Zuckerrüben. Kartoffeln, Mensch. Na Leute. Aber es sind ja nur noch zwei Bahnen. Und dann haben wir es ja schon. Na gut, vielleicht drei Bahnen. Von der Breite wird es fast eng. Da kommt es jetzt nicht drauf an. Bin ich gespannt. Da wird bestimmt wieder was übrig bleiben. Helfer D, Arbeit beendet. Ja, da schauen wir gleich mal. Falschen Knopf gedrückt. Helfer D, das ist dann sozusagen... Der hier, nee, du hast die Arbeit nicht beendet, mein Freund. Kannst du abhaken. Ich weiß, woran das liegt, an den Bahnschienen.
Aber da muss er jetzt durch, weil wir haben selber zu tun. Wir können uns jetzt nicht darum auch noch kümmern. Wie gesagt, jetzt Wendung. Naja, wählt er selber, ne? Kleine Spur bleibt übrig. Und die fahren wir dann zurück. Ja. Rooster oder Rooster Root ja. So, letzte Wendung, Leute. Dann war es das schon mit Zuckerrüben. So, haben wir es geschafft. Jetzt fahren wir die Bahn noch zu Ende. So, genau jetzt. FK-Rudel rein. Und den hinteren Anhänger noch befüllen. Oh, haben wir ausgemacht. Wie vorbildlich von uns. Du bist schon wieder fertig. Wie sieht es denn aus bei dir? Wie viel musst denn du noch? Kannst nicht mehr viel haben, genau. Du beim Flügen ohne mehr. Der fährt wieder. Vernünftig. Und du fährst hier vor. Dann geht das los wieder bei dir, Freundchen. So, wir haben abgetankt. 22.000 Liter drin, Maximalgewicht erreicht. Gibt es hier noch? Ne, ist leer. Oh, hat praktisch genau gereicht. Und wo soll es denn hin? Und zwar zu Feed and Grain wieder. Naja, wie fahren man da am dümmsten? Leute, eigentlich nur hier die Straße runter. Mach mal. Dann werden wir mal sehen, was übrig bleibt. Also die knappen 1000 für den Auftrag, dass wir es gemacht haben, das ist eh klar. Aber man geht ja immer davon aus, dass bei so einen Ernteaufträgen immer ein Rest für uns übrig bleibt. Kann man gleich sehen. Feed and Grain. Sieht man schon am Horizont, sieht man es schon, das Ziel.
So, über die Brücke, genau. Dann sind wir so weit, dass eigentlich alle drei heute in der Folge fertig geworden sein müssten mit ihren Arbeiten. Den Helfer, die Flügen und Grobern, müsste eigentlich auch gleich fertig sein oder ist sogar schon fertig. So, ich fahre mal links. Entschuldigt bitte mein Husten. Geht schon wieder los. Sechzig waren das. Das noch dazu. Ja, 1400 in etwa. Zusätzlich. Haben oder nicht haben, würde ich mal sagen. Was ist mit dir? Ist das Grubbern jetzt eigentlich abgeschlossen? Also wir können das Ernten abschließen. Beim Grubbern kann auch nicht mehr viel sein. Was fahren wir dann jetzt zu Ende? Feld 72. Wird gleich erledigt sein. Nämlich genau jetzt. Abschließen. Hier ist auch bloß nur 1%. 10. So. Denken, Tempomat und los geht's. Der Spaß. Fertig, ihr seht, auch abgeschlossen. Nun haben wir wieder 33.000 auf dem Konto. Das lässt sich doch sehen. Mal wieder Ballen pressen, hätten wir auch noch mal drin. Okay, was ich sage, wir pressen noch mal Ballen in der nächsten Folge. Feld 16, welches ist denn das? Das Kleine dort könnte man eigentlich machen, ne? Okay, Leute, dann würde ich sagen, das soll es aber für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Abo oder ein Däumchen da. Es ist kostenlos. Und abonniert die Glocke, damit ihr informiert werdet. Schaut gern auf Twitch vorbei, wenn ich dort live bin. Wie gesagt, aktuell täglich immer im Landwirtschaftssimulator. Community-Server, wer möchte, kann auch mitspielen. Würde mich tierisch freuen, wenn man sich dort mal schreibt und mal liest oder auch mal spricht. Und bis dahin sage ich ein liebes Dankeschön und wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Euer Atze Grünkohl.